Was hat der Bleitegeier mit der Hechtsuppe zu tun? Das erfahren Sie heute in unserem Fernsehmagazin aus dem Heiligen Land. Herzlich willkommen. In der kommenden halben Stunde erwarten Sie folgende Beiträge. Polizei sorgt für Sicherheit an den jüdischen Feiertagen. Urige Sprache, Jiddisch lernen ist wieder aktuell. Johannes Gerloffs biblischer Impuls, das Hindernis auf dem Weg zum Heil. Auch in den vergangenen Tagen hat Israel wieder Schlagzeilen produziert. Hier ein kurzer Blick auf die wichtigsten Meldungen. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein 17 Jahre alter Palästinenser hat den 45 Jahre alten jüdischen Familienvater Ari Fuld erstochen. Die Terrorattacke ereignete sich in der Nähe eines Einkaufszentrums an der Gush Etzion-Kreuzung in Judäa. Der Täter wurde von Passanten angeschossen, er kam verletzt ins Krankenhaus. Die israelische Armee führte Durchsuchungen und Befragungen in Yatta durch, dem Heimatdorf des Terroristen. Sein Haus wurde vermessen und markiert, es soll baldmöglichst abgerissen werden. Ari Fuld, das Opfer des Anschlags, war eine bekannte Persönlichkeit. Im Fernsehen und in den sozialen Medien verteidigte der Rechtsanwalt die israelischen Ansprüche auf die umstrittenen Gebiete. Tausende kamen zur Beisetzung des Vaters von 4 Kindern. Die israelische Regierung erklärte, Fuld sei ein Held und Patriot gewesen. Tschechien plant offenbar die Verlegung seiner Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Präsident Zeman hat angekündigt, im November ein tschechisches Haus in Jerusalem zu eröffnen. Dies sei der erste Schritt, weitere würden folgen. Allerdings nur im Einklang mit internationalem Recht, erklärte er. Tschechien gilt als enger Verbündeter Israels. Für November plant Präsident Zeman einen offiziellen Besuch in Israel. Dann will er das tschechische Haus feierlich eröffnen. Nach 5 Jahren humanitärer Hilfe für Syrien hat die israelische Armee ihre Operation Guter Nachbar offiziell beendet. Die Klinik an der Grenze wurde geschlossen und die Nahrungsmittellieferungen in das Kriegsgebiet eingestellt. Anfang 2013 hatten die Israelis damit begonnen, Verletzten aus dem Nachbarland medizinische Versorgung in Israel zu gewähren. Nach Angaben der Armee wurden seither über 4.900 Syrer zur medizinischen Behandlung in israelische Krankenhäuser gebracht. Darunter waren 1.300 Kinder. Weitere 7.000 Menschen wurden in einer Tagesklinik an der Grenze versorgt. Zudem hat Israel in den vergangenen 5 Jahren 1.700 Tonnen Lebensmittel und 1,1 Millionen Liter Kraftstoff geliefert. Der Zionsplatz prägt die Mitte der Jerusalemer Neustadt. 1924 wurde der Platz von den Briten als Kreisverkehr angelegt. Seit 1983 ist er Fußgängern vorbehalten. Nun erhält der zentrale Treffpunkt der Hauptstadt ein neues Gesicht. Wer derzeit durch die Ben-Jehuda-Fußgängerzone schlendert, steht plötzlich vor einem Bauzaun. Dahinter wird fleißig gearbeitet. Der Zionsplatz, an der Kreuzung zur berühmten Jaffa-Straße gelegen, wird im großen Stil umgebaut. Für die Arbeiten sind mehrere Monate veranschlagt. Der Bodenbelag wird vollständig erneuert. Dann soll hier ein kleines Amphitheater entstehen. Außerdem sind Sitzgelegenheiten unter rund 30 neu gepflanzten Bäumen geplant. Die Stadtverwaltung verspricht, der neue Zionsplatz werde ruhiger, grüner und ästhetischer sein. Zudem könnten hier künftig Großveranstaltungen stattfinden. Die womöglich älteste Brauerei der Welt liegt nicht etwa in Bayern, sondern in Israel. Archäologen haben in der Höhle von Rakefet südlich von Haifa Hinweise auf eine rund 13.000 Jahre alte Produktionsstätte für Alkohol gefunden. Die Menschen hätten dort offenbar ein Getränk hergestellt, das an Suppe erinnert, aber Alkohol enthielt. Es hatte weniger als modernes Bier, sei aber vergoren gewesen, so die Wissenschaftler. Bei ihren Ausgrabungen entdeckten die Forscher 3 kleine Kammern von 40 bis 60 cm Tiefe, die in die felsige Höhlendecke gegraben worden waren. 2 der Gruben dienten der Lagerung von Getreide, die 3. der Fermentation, vermuten die Archäologen. Wir kommen zum Wetter. Der Hochsommer hält an. In Jerusalem werden Werte bis zu 33 Grad erreicht. Etwas kühler ist es in der Küstenstadt Haifa. Dort liegen die Temperaturen meist knapp unter 30 Grad.
Das war's von uns für diese Woche. Tagesaktuelle Nachrichten aus Israel finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut. Sicherheit hat in Israel einen hohen Stellenwert. Der Staat gibt hohe Summen für das Militär, für Geheimdienste und die Polizei aus. Die Regierung warnt unermüdlich, dass der Judenstaat von feindlichen Nachbarstaaten, von Terrororganisationen und Islamisten bedroht sei. Zu den hohen jüdischen Feiertagen strömen jedes Jahr Zehntausende von Pilgern und Touristen aus aller Welt nach Jerusalem. Die Grenzpolizei, eine stark bewaffnete und auf Gefahrenabwehr spezialisierte Truppe, sorgt für ihre Sicherheit. Wir haben sie besucht. An einem Brennpunkt der Konflikte in der Heiligen Stadt. Das Damaskustor führt zum muslimischen Viertel der Jerusalemer Altstadt. Nirgendwo gab es in der jüngsten Vergangenheit mehr Terroranschläge als in der Umgebung dieses Tores, das 1537 vom osmanischen Sultan Süleyman dem Großen erbaut wurde. Die israelische Polizei hat auf die Herausforderung durch Islamisten reagiert. Von drei Stellungen aus beobachten Grenzpolizisten das bunte Treiben von Händlern, Einheimischen und Touristen. Immer wieder gehen sie auf Streife und zeigen Präsenz in den dicht bevölkerten Basaren. Besonders vor hohen jüdischen Feiertagen wie aktuell dem Laubhüttenfest und dem anschließenden Tora-Freudenfest unterstreicht Polizeisprecher Mickey Rosenfeld. Da drüben ist ein zentraler Busbahnhof, der ist knapp 50 Meter entfernt. Hier kommen täglich Tausende von israelischen Arabern und Palästinensern an. Sie besuchen lokale Kliniken, beantragen Arbeitserlaubnisse, arbeiten hier oder besuchen verschiedene Stätten in der Altstadt. Unsere Einheiten konzentrieren sich auf Sicherheitsmaßnahmen. Sie haben alle denkbaren Bedrohungen im Blick, hier auf der Straße vor uns. Aber gleichzeitig setzen sie auch auf moderne Technologie, die online eingesetzt wird. Jeder Verdächtige, den wir uns genauer anschauen müssen, kann hierüber abgefragt werden. Sind seine Ausweispapiere in Ordnung? Wo kommt er her? Wie ist er hierher gekommen? Wir bekommen sofort Antworten auf den Bildschirm, um auf jedes Ereignis reagieren zu können, das hier passieren könnte. Die Polizei schützt die vielen Juden, die durch das Damaskustor gehen, um an der Kotel zu beten. Auch die Muslime, die auf ihrem Weg zur Al-Aqsa-Moschee hier vorbeikommen, stehen unter dem Schutz der Ordnungshüter. Die Beamten achten auf Auffälligkeiten, zum Beispiel Personen, die im Sommer mit dicken Jacken unterwegs sind, unter denen Waffen verborgen sein könnten. Oder sie kontrollieren die Ausweise von Passanten, die dafür aber nicht immer Verständnis zeigen. Die Polizisten sind immer im Team unterwegs und stets schwer bewaffnet. Wir müssen sicherstellen, dass wir ein Auge auf alles haben, was hier passiert. Deshalb haben wir Videokameras. Das hier sind einige von insgesamt 360 in und um die Altstadt, die jede Bewegung beobachten. Falls ein Verdächtiger das Damaskustor passiert und in Richtung Altstadt zu einer der heiligen Stätten geht, können wir das ausnutzen, um einen Vorfall schon im Vorfeld zu verhindern. Das Damaskustor ist etwa einen Kilometer von den heiligen Städten entfernt, die als potenziell gefährdet gelten. So können wir bedeutende Vorfälle unterbinden. Die Polizisten sind nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern auch im geländetauglichen Fahrzeug. Die Frontscheibe ist mit einem Gitter gegen Steinwürfe geschützt. Die Ordnungshüter gelangen mit dem Wagen rasch zum zentralen Ort des Geschehens. Wir sind jetzt an einem strategisch besonders wichtigen Punkt. Wir können von hier das Gelände des Tempelbergs überblicken und große Teile der Altstadt. Hier patrouillieren unsere Grenzpolizeieinheiten. Gestützt auf Informationen des Nachrichtendienstes machen sie Verdächtige ausfindig. Gleichzeitig halten sich in dieser Gegend Hunderte von Touristen auf. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder von ihnen sicher ist. Wegen der Feiertage werden wir in den nächsten Tagen weitere Einheiten vor Ort haben.
Die Polizei zeigt Präsenz rund um den Tempelberg, auf den Märkten, im Bereich der Synagogen, Moscheen und Kirchen. Kein Tourist müsse sich in Jerusalem Sorgen um seine Sicherheit machen, unterstreicht Mickey Rosenfeld. Die Polizei habe rund um die Uhr alles im Blick. Nun kommen wir, wie angekündigt, zum Pleitegeier. Die meisten Deutschen denken, dass dieser Vogel etwas mit dem Bundesadler zu tun hat. Tatsächlich hat dieses Wort seinen Ursprung im Jiddischen. Der Pleitegeier war jemand, der auf der Flucht vor seinen Schuldnern war. Pleite bedeutet im Jiddischen Flucht. Geier ist ein Geher oder Läufer. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es viele Worte und Redewendungen, die ihren Ursprung im Hebräisch-Jiddischen haben. In Israel wird Jiddisch vor allem von Ultraorthodoxen gesprochen. Und auch an den Universitäten beschäftigt man sich wieder mit dieser urigen Sprache. Die Hebräische Universität in Jerusalem. Hier forscht Dr. Aya Eljada. Die Historikerin ist fasziniert von der rund 1000 Jahre alten Sprache. Hier in Jerusalem wird Jiddisch vorwiegend von ultraorthodoxen Menschen gesprochen. Vor allem von Nachfahren von osteuropäischen Juden, die im Stadtteil Mea Shearim leben. Ob diese Menschen hier wohl gerade Tacheles reden? Tacheles, so sagt man auf Jiddisch, wenn man offen miteinander diskutiert. Spannend ist, dass verschiedene Einflüsse in der Sprache verschmelzen. Sie ist dem Deutschen sehr ähnlich, aber doch anders. Sie hat etwas Besonderes. Wir nennen das Jiddischkeit. Du sprichst Jiddisch oder hörst es und sofort musst du an deine Großeltern aus Osteuropa denken. Das erinnert dich an jüdischen Humor, jüdische Kultur und Tradition. Das ist faszinierend. Entstanden ist Jiddisch im 9. oder 10. Jahrhundert. Damals wanderten Juden aus Italien und Frankreich in die deutschen Gebiete ein und ließen sich entlang des Rheins nieder. Dort haben sie dann deutsche Dialekte aus dem Mittelalter aus ihrer nicht-jüdischen Umgebung übernommen. Die jüdischen Einwanderer, wo auch immer sie hingegangen sind, haben die hebräische Sprache mitgebracht. Es war ja ihre Sprache aus der Bibel, aus dem Talmudunterricht, die Sprache der Liturgie, der Zeremonien. Also als Hebräisch die Sprache der Heiligkeit mit dem mittelhochdeutschen Dialekt der Christen verschmolzen ist, wurde aus diesem Gemisch dann Jiddisch. Auf diese Weise ist Jiddisch entstanden. Und es ist gewesen in jener Tag, als a Befehl, a Befehl. Jiddisch ist eine besondere Sprache. Die Grammatik ist deutsch, das Alphabet jedoch hebräisch. Geschrieben wird Jiddisch also mit hebräischen Schriftzeichen. Die erste Zählung, der S. Quirinius, ist gewesen Prokurator von Syrien. Auch hat sich die Sprache im Laufe der Zeit verändert. Als im Spätmittelalter massenweise Juden aus den deutschen Gebieten vertrieben wurden, flohen sie nach Osteuropa. Das Jiddisch hat sich in Osteuropa weiterentwickelt und hat slawische Elemente aufgenommen. Tatsächlich ist das moderne Jiddisch, das wir heute kennen, eher ein slawisches Jiddisch. In Osteuropa wurde daraus eine vollwertige Sprache, sozusagen, mit Literatur, Journalismus, Theater, einfach allem. Heute sind es weltweit nur noch rund 1 Million Menschen, die mit Jiddisch aufwachsen. Hauptsächlich sind es die Ultraorthodoxen, die Jiddisch als Muttersprache haben. Für sie ist es natürlich sehr wichtig, alles Traditionelle am Leben zu erhalten. Alles, was sie aus Osteuropa mitgebracht haben. Also haben sie auch Jiddisch bewahrt und sie sprechen es und lernen es auf der Schule. Die ultraorthodoxen Gemeinden, sowohl in Israel als auch überall auf der Welt, erhalten die jiddische Sprache. Darüber hinaus findet man Jiddisch an Universitäten. Dort lernen es auch viele Menschen. Sie forschen und arbeiten an jiddischer Literatur. Und es gibt Menschen, die sich einfach so für die Sprache interessieren, eine besondere Verbindung zu ihr haben. Man kann sie heutzutage also auch als Fremdsprache lernen. Also today, also as a second language. Dr. Eljadas Großeltern kamen aus Osteuropa und sprachen Jiddisch. Sie selbst aber hat die Sprache in der Schule gelernt.
Ich kann euch ein schönes jüdisches Sprichwort beibringen. Es heißt Lommer Herren, gute Pseures. Es bedeutet so viel wie, lasst uns immer gute Neuigkeiten hören. Wir haben Lommer aus dem Slawischen, Herrengut, das ist Deutsch, und Pseures kommt vom Hebräischen Psorot. Hier ist alles miteinander verschmolzen. Lommer Herren, gute Pseures. Der Jerusalemer Theologe und Journalist Johannes Gerloff hat in den vergangenen Wochen viele Fragen unserer Zuschauer beantwortet. Nun setzt er seine Reihe biblischer Impulse fort. Es geht um die Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefs, in denen der Apostel Paulus wichtige und erstaunliche Aussagen über Israel macht. Das Thema heute lautet: Das Hindernis auf dem Weg zum Heil. Brüder, schreibt der Apostel Paulus in Römer 10, ganz am Anfang, es ist meines Herzens Wunsch und mein Gebet zu dem einen wahren, lebendigen Gott für Sie, für die Israeliten, für das jüdische Volk, dass Sie gerettet werden. Es ist ganz wichtig, dass wir für alles Folgende diesen Herzenswunsch des Paulus nicht aus dem Blick verlieren. Paulus wird im Kapitel 10 und im Kapitel 11 manche Dinge sagen, wo wir uns fragen werden, hat er da eigentlich Israel aus dem Blick verloren? Gibt es einen anderen Weg für Israel zum Heil oder vielleicht gar keinen Weg? Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass das die Überschrift über das ganze Folgende ist, dass Paulus schreibt, Brüder, es ist meines Herzens Wunsch und mein Gebet zu Gott für Sie, dass Sie gerettet werden. Und jetzt geht er weiter und sagt, ich bezeuge Ihnen, Sie haben Eifer für Gott. Da denken wir jetzt natürlich, na klar, das sind die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Paulus selbst, wenn er die frühen Christen verfolgt hat, das ist etwas Negatives. Aber zunächst einmal stellt Paulus seinem Volk, seinen Stammverwandten nach dem Fleisch, dem jüdischen Volk, hier ein gutes Zeugnis aus. Denn Eifer ist übrigens dasselbe Wort wie Eifersucht im Hebräischen. Das ist eine Grundeigenschaft Gottes. Und Gott stellt sich selbst vor als jemand, der eifersüchtig ist. Es heißt dann, er lässt seinen Eifer brennen wie Feuer. Oder er kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Oder in Sacharja 8, Vers 2 sagt er, ich eifere für Zion, für Jerusalem, mit großem Eifer und eifere um seinetwillen, in großem Zorn. Also kommt dauernd Eifer, Eifer, Eifer vor. Und es ist eine Eigenschaft Gottes. Und das, dass man, das griechische Wort ist Zelot, das sind die Extremisten gewesen zur Zeit Jesu, dass man so ganz extremistisch, ganz ohne sich ablenken zu lassen, mit aller Kraft und ohne Kompromisse einzugehen, ein Ziel anstrebt, das ist in der Bibel etwas Positives. Das ist etwas, wenn wir Menschen das haben, was wir von Gott haben. Das ist ein Teil unserer Gottes Ebenbildlichkeit, das heißt, dass wir Gott gleichen. Und ob das jetzt beim Pinchas ist, der für Gott eifert und dafür einen ewigen Bund des Friedens zugesprochen bekommt, oder ob das beim Elia ist, der ganz verzweifelt ist, sagt, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Oder ob es von Paulus heißt, dass er ein Eiferer für Gott war, das ist durchweg weg etwas Positives, bis hinein ins Neue Testament, wo der Paulus nach Jerusalem kommt und die Apostel ihm sagen, sieh mal, wie viele hier gläubig geworden sind an den lebendigen Gott und sie sind alle Eiferer für das Gesetz. Und Paulus möchte, dass wir, so schreibt er an seinen Schüler Titus, dass wir ein Volk seien, das eifrig wäre zu guten Werken. Also wenn Paulus jetzt sagt, sie haben den Eifer Gottes, dann ist es etwas Positives. Und jetzt sagt er aber ohne Erkenntnis.
Und da kommt jetzt das große Problem. Er schreibt, ich lese es Ihnen einmal vor, in Römer 10, Vers 3, Sie haben nämlich die Gerechtigkeit des einen wahren Gottes verkannt und ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet und sich so der Gerechtigkeit des einen wahren Gottes nicht untergeordnet. Um was geht's hier? Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ein Zustand, ist ein Status, den man hat nach einem bestimmten Maßstab. Und was jetzt das jüdische Volk macht, eigentlich, Paulus rutscht hier ab in, und redet plötzlich ganz allgemein von den Menschen. Und er sagt, was ein grundsätzliches, allgemein menschliches Problem ist, und das kann ganz fromm sein, das kann mit einem Eifer sein, der aus unserer Gottes-Ebenbildlichkeit entspringt, aber was wir jetzt machen, ist, wir richten einen eigenen Maßstab auf und dadurch machen wir den Maßstab, der vor Gott gilt, ungültig. Und das kann ganz fromm geschehen. Ja, das hat das jüdische Volk zur Zeit von Jesus gemacht und zur Zeit von Paulus. Aber das ist unser Problem, wenn wir heute, das kann unsere Rechtgläubigkeit sein, das kann ein bestimmtes Bekenntnis sein, eine bestimmte Kirchen- oder Gemeindezugehörigkeit sein. Wenn wir das aufrichten und das so absolut stellen und sagen, wenn jemand nicht so aussieht, wenn jemand nicht so redet, wenn sich jemand nicht so verhält, aber es ist ein menschlicher Maßstab. Und dadurch machen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ungültig. Und das ist, sagt der Apostel Paulus, eines der größten Hindernisse auf dem Weg zum Shalom, zum Frieden, zum Heil. Die biblischen Impulse von Johannes Gerloff sehen Sie nur hier bei Fokus Jerusalem. Unsere Sendung wird allein durch Spenden unserer Zuschauer getragen. Wir bekommen keine Zuschüsse oder Fördermittel. Herzlichen Dank allen, die die Produktion von Fokus Jerusalem durch Gebete und Spenden ermöglichen. Hier unsere Bankverbindung. Medienförderung Shalom Israel e.V. IBAN DE 36 66 05 01 01 01 08 23 75 53. Mit Ihrer Spende schaffen Sie übrigens auch Arbeitsplätze in Israel. Die meisten unserer Mitarbeiter und ihre Familien leben im Heiligen Land. Sie kaufen dort ein, bezahlen ihre Steuern und schicken ihre Kinder zur Schule. Wenn Sie Fragen zur Sendung oder speziell an Johannes Gerloff haben, dürfen Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an mail@focus-jerusalem.tv. Unsere kostenlose Telefonhotline erreichen Sie von Deutschland aus unter der Rufnummer 0800 7243 240. Unsere Adressen auf Facebook und Twitter sehen Sie hier eingeblendet. Ich bin Ihnen noch die Erklärung für die Hechtsuppe schuldig. Auch die hat jiddische Wurzeln. Dort meint Echsuppe wie Sturm. Wenn es zieht wie Hechtsuppe, hat das also nichts mit Fischen zu tun. Wir verabschieden uns mit Aufnahmen der Uferpromenade von Aschkelon. Die südisraelische Stadt hat das Mittelmeer direkt vor der Tür. Urlaubsfeeling pur. Ihnen wünschen wir eine gesegnete Zeit. Machen Sie es gut. Shalom Olehitraot.
Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem: Erdbeben, die heimliche Gefahr im Heiligen Land. Heiraten ohne Rabbiner, in Israel ein Problem. Johannes Gerloffs biblischer Impuls: Das Ende des Gesetzes.